Das sollte erstmal reichen. Selbst wenn die Zubiris kommen, werden sie uns hier nicht finden. Bleiben wir ein Weilchen hier. Wir machen uns gleich wieder auf den Weg. Reptane. Ja. Er besitzt eine überraschend gute Beobachtungsgabe und eine beeindruckende Führungsqualitäten. Als er mit Kilian und Fliege zusammengearbeitet hat, hat schon eine Reihe ernster Situationen überstanden. Und seine Stärke und Ausdauer. Zudem hat er einen starken Willen und glaubt nicht an ein Scheitern. Ich frage ihn ruhig, woher das alles kommt. Übrigens, vorhin, als dieser Eisbrocken sich direkt über mir löste, erzähl mir nicht, dass du mich retten wolltest. Das war ein Missverständnis, Reptane. Lass uns eines klarstellen. Ich verabscheue dich. Ich hatte eigentlich nicht vor, dir zu helfen. Aber ich habe dich trotzdem geschützt. Ich glaube, dass ich zurzeit deine Kraft benötige. Das war der Grund. Ich brauche dich, um mit diesen neuen Gehilfen abzurechnen. Hast du gerade gesagt, dass ich dir helfen soll? Mit diesen neuen Gehilfen abzurechnen, meine ich? Der neue Gehilfe ist der auserkorene Zeitreisende. Auch wenn ich dich nicht darum gebeten hätte, wäre er doch Teil deiner Herausforderung, nicht wahr? Um den neuen Gehilfen aus dem Weg zu räumen, sollten wir gemeinsame Sache machen. Eventuell müssen wir auch... Es könnte sein, dass wir auch gegen Meister Dialga antreten müssen. Wenn es so weit käme, würde es dir wohl sehr entgegenkommen. Was machen die Wunden, die du dir von dem Eisbrocken zugezogen hast? Sie sind kein Grund zur Sorge. Und verglichen mit vorher habe ich wohl einen Großteil meiner Kraft zurückgewonnen. Der Schaden aus dem Kampf zwischen uns beiden war deutlich spürbar und ist es selbst jetzt noch. Wenn du dich darüber auslassen kannst, geht es dir wohl schon wieder recht gut. Machen wir uns gleich auf den Weg. Aber da ist noch etwas, das ich dich fragen wollte. Und das wäre... Reptane, du, warum? Warum kämpfst du so unermüdlich für diese Sache? Du sagtest bereits, es sei für die Zukunft. Du sagtest auch, dass du für eine bessere Welt kämpfen würdest. Aber wenn du damit Erfolg haben solltest, würdest du verschwinden. Und deine eigene Zukunft wäre es... Nun, es wäre schlecht um sie bestellt. Ich kann einer solchen Sache... Ich könnte mich dazu nicht entschließen. Selbst zu verschwinden. Das werde ich nicht erlauben. Deswegen frage ich mich, woher dein Ehrgeiz kommt, dieses Ziel zu erreichen. Zwölfenst, ich verstehe, dass du nicht verschwinden willst. Aber was mich angeht, lass es mich so ausdrücken. Selbst wenn wir verschwinden müssten, selbst wenn ich verschwinden müsste, ich wäre eigentlich immer noch hier. Wie meinst du das? Nichts ist von Dauer. Wenn der Verlauf der Geschichte nicht geändert wird und wenn die Welt in diesem Zustand der Dunkelheit verbleibt, eines Tages werde ich so oder so nicht mehr hier sein. Und weil das so ist, ist der Zeitpunkt des Abschieds nicht ausschlaggebend. Es ist nicht wichtig, wie lange du unterwegs gewesen bist. Es zählt, was du auf deinen Abenteuern erreichen konntest. Unterwegs, auf deinen Abenteuern, was du erreichen? Solange ich etwas erreiche, bin ich ein leuchtendes Beispiel für andere. Ich möchte, dass andere mich und meine Taten wahrnehmen. Wenn ich also etwas Wichtiges erreiche, werde ich dies auf jeden Fall bis in die Zukunft hineinreichen. Nein, nicht nur bis in die Zukunft. Auch bis in die Zukunft von Kilian und Fliegi. Ich glaube, dass zwischen uns eine enge Verbindung besteht. Durch sie bestehen meine Taten fort. Und die Auswirkungen meiner Taten können andere inspirieren. Wenn ich also verschwinde, werden meine Taten fortbestehen. Somit. Das würde doch bedeuten, dass Taten Bestand haben, nicht wahr? Auch wenn ich verschwinde, ich wäre immer noch hier. Meine Taten würden für sich sprechen. Wir haben uns genug ausgeruht. Wollen wir weiter? Diese Eissäulen sind wirklich auffällig. Und auf den Säulen ist das etwas. Sie knistern vor Elektrizität. Was ist das für ein sonderbarer Ort? Gigi, Gigi! Sind das? Wer ist da? Ganz ruhig. Er ist anders als die, denen wir vorher begegnet sind.
Ich weiß. Ich wollte ihn auch nicht heimzahlen oder so. Ich möchte mit ihm reden. Das bringt doch nichts. Du wirst nur wieder eine schmerzvolle Erfahrung machen. Aber es gibt hier keinen Pfarrer, also können wir nicht anders. Hey, du da! Wie? Warte, bleib hier. Ich möchte mich nur unterhalten. Gigi? Sofern du es weißt, verrat mir bitte. Ist hier vor uns jemand vorbeigekommen? Oh, die! Ja, die habe ich gesehen. Vorhin ist ein Haufen furchterregender Pokémon vorbeigekommen. Zubiris, soweit ich weiß. Ist das wahr? Wohin sind sie gegangen? Sie sind dort entlang. Sie sind in den Eiszapfenwald. Hast du nur Zubiris gesehen? Nein, es waren nicht nur Zubiris. Jetzt wo du es erwähnst, die Zubiris trugen ein anderes Pokémon. Dieses Pokémon war rosa und sehr hübsch. Celebi. Celebi wurde... Es wurde bereits gefangen genommen. Noch andere Pokémon? Es hätte doch ein weiteres Pokémon bei ihnen sein sollen, das stärker aussieht als die Zubiris. Lass mich überlegen. Wie bitte? Die Elektrizität auf der Säule. Sie hat deutlich zugenommen. Oh, hey! Sieht fast so aus, als ob sie sich beruhigt hat. Hey, was ist denn plötzlich mit ihm los? Wie auch immer. Celebi und die Zubiris müssten kurz vor uns sein. Ich konnte zwar keine Bestätigung mehr von Schnäppke bekommen, aber die Chance stinkt gut, dass Meister Dialga und seine neue Gehilfin dort sind. Ja, das war ein erster guter Hinweis. Wir werden sie nicht entkommen lassen. Knöpfen wir sie uns mal vor. Ich möchte fortfahren. Wir haben ja noch ein paar Dungeons vor uns. Oder zwei haben wir jetzt, glaube ich, noch. Thank you.
sehr schön. Natürlich genau die Laubklinge erwischt. Aber hier interessiert es mich wohl nicht mehr. Wir sind wohl durchgekommen. Ich glaube, die Zubiris finden sich direkt voraus. Lass uns 18 weitergehen. Die Bonus-Episode neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben jetzt nur noch einen Dungeon und einen Bosskampf vor uns. Das ist... Es sieht aus wie der tiefste Teil dieses eisbedeckten Waldes. Da drüben, da kann ich eine bemerkenswert große Eissäule erkennen. Ich habe da ein merkwürdiges Gefühl. Ist das... Oh nein. Reptane, dort. Dort drüben. Genau hinter den vier riesigen Säulen. Kannst du das sehen? Ja, kann ich. Sieht fast so aus, als ob da jemand ohnmächtig am Boden liegt. Komm schon. Oh. Das ist... Celebi. Celebi, kannst du mich hören? Ich bin's, Reptane. Hätte dich jemand gefangen? Warte mal, ein Spirit-Kern gleich neben dran. Das bedeutet... Kripphook. Kripphook, du... Warum hast du Celebi das angetan? Du liegst falsch. Ganz falsch. Das war... nicht unsere Tat. Schluss mit der Rumlügerei. Erkläre uns lieber, warum Celebi so da liegt. Das hast du mit mir früher auch schon mal angetan, daher weiß ich, dass du es warst. Wenn nicht du Celebi so zugerichtet hast, was soll es dann gewesen sein? Was? Irgendwas fühlt sich hier gerade komisch an. Warum nur? Ich verstehe nicht, warum. Als ob jeder Nerv meines Körpers zu kribbeln anfängt. Das ist ein schlechtes Zeichen. Meine Instinkte sagen mir, dass da etwas gerade ganz verkehrt läuft. Nur, woher kommt dieses Gefühl? Du liegst falsch. Bitte glaube uns. Will mir dieses übermäßige Gefühl der Furcht etwas mitteilen? Was genau habe ich noch nicht verstanden? Woran habe ich nicht gedacht? Reptane! Celebi! Du bist aufgewacht. Da hast du dir aber eine sonderbare Zeit zum Aufwachen ausgesucht. Würden wir dich fliehen lassen, dann... Lass Celebi gehen, Kripphook. Wenn du es nicht gehen lässt, wirst du was erleben. Zwinge uns nicht, Gewalt anzuwenden. Nicht näher kommen! Haben wir dich. Ja, meine Kraft. Ich verliere meine Kraft. Das ist... wir können jetzt gehen, oder? Unser Job hier ist erledigt. Also müssen wir jetzt... Machen wir uns jetzt auf den Weg. Oh, dort, hinter Reptane. Es ist Zwirfinst. Wir können gehen, nicht wahr? Was? Was sagst du da? Reiß dich zusammen, Kripphook. Bleib doch noch ein bisschen bei uns. Zwirfinst, du? Was geht hier vor sich? Hör gut zu, Reptane. Dieser neue Gehilfe von Meister Dialga. Niemand hat eine Ahnung, wer er ist. Was? Alles, wirklich alles ist so gelaufen, wie ich es geplant hatte. Der Eiszapfenwald ist ein besonderer Ort. Wenn du lang genug den Entladungen dieser Eissäulen ausgesetzt wird, bleibt dein Körper als leere Hülle zurück. Dich in die Mitte der vier Säulen zu lotsen, war überraschend einfach. An der Stelle ist die Kraft am konzentriertesten. Leere Hülle? Mein Plan ist so effizient und elegant, großartig. Reptane. Ich habe dich hierher gelockt. Sobald dein Körper nur noch eine leere Hülle ist, werde ich von ihm Besitz ergreifen. Und in deiner Gestalt werde ich in die Vergangenheit zurückkehren. Was?
Wenn Reptane in die Vergangenheit zurückkehrt, dann werden Kinder und Fliege sich wahnsinnig freuen, glaubst du nicht auch? Sie werden keinerlei Verdacht schöpfen und dich oder wohl eher mich als alten Freund willkommen heißen. Wie bedauernswert, dass die beiden der Schönheitsfehler vor lauter Freude gar nicht mitbekommen werden. Der Körper von Reptane wird durch mein Bewusstsein gesteuert werden. Alles, was wir bisher gemacht haben, hat das hier nur vorbereitet. Um ehrlich zu sein, ist der neue Gehilfe. Es ist dein Körper, Reptane. Genau, im Grunde genommen bist du es. Nein. Immer wenn ich gerade beim Aufnehmen bin, werde ich gestört. Das ist irgendwie immer so. Nein, oh nein, Zwiffins, das kann nicht wahr sein. Ich meine, wann hast du das alles geplant? Du und ich sind doch zusammen aus der Vergangenheit in diese Welt zurückgekehrt. Du hättest doch gar nicht genügend Zeit, die Subiris einzuweihen. Wie also hast du... Doch, es gab einen Zeitpunkt. In einem Augenblick nach unserer Ankunft in dieser Welt. Als wir von den Subiris zum ersten Mal... wiederten. Aber Zwirfens war zu diesem Zeitpunkt noch bewusstlos. Ich dachte, ich sei als erster von uns beiden aufgewacht. Aber so war es nicht. Es war vielmehr andersherum. Zwirfens hat vor mir das Bewusstsein wiedererlangt. Also stand er auf und sprach mit den Subiris. So ein perfider Plan. Du hast aber ganz schön lange gebraucht, das zu durchblicken, Reptane. Ah. Reptane! Du warst mir die ganze Zeit ein Dorn im Auge. Aber deine Zeit ist abgelaufen. Und wenn ich erstmal die Kontrolle über deine leere Hülle lange in die Vergangenheit erreicht habe, dann wird es ein Kinderspiel sein, Kilian und Fliege endlich auszutricksen. Nun gib schon auf und füge dich deinem Schicksal. War ich zu vertrauensselig? Ich dachte, ich könnte dir... Aber ich habe dir geglaubt. Das stimmt, Reptane. Der Punkt, an dem du wirklich angreifbar bist, ist deine Vertrauensseligkeit. Ich habe es dir bereits gesagt, aber ich wiederhole es gerne, um es klarzustellen. Ich verabscheue dich. Selbst als ich dich beschützte, das war alles im Sinne meines Plans. Du Feigling. Sag nur, was immer du willst, aber ihr müsst am Ende einsehen, dass ihr verloren habt. Ihr habt verloren, weil du, Reptane, mir vertraut hast. Nein, das glaube ich nicht. Ich habe mich nicht geirrt. Ich vertraue dir immer noch. Habe ich richtig gehört? Du sagst es nach allem, was ich dir angetan habe. Du hast immer noch Vertrauen in mich? Ja, trotz allem. Ich weiß, wie es in deinem Herzen aussieht, Zwirfins. Einen Moment lang haben wir uns verstanden. Ein solchen Augenblick gab es nicht zwischen uns. Oh doch, ich bin mir ganz sicher. Während unseres Abenteuers, als wir uns durch die Dungeons kämpften und all den Herausforderungen stellen, während du an meiner Seite warst, währenddessen habe ich gespürt, wie sich deine negativen Gefühle in Luft auflösten. Was sagst du da? Das ist unmöglich. Ich meine das so, wie ich es gesagt habe. Ich verabscheue dich. Und dieser Abscheu ist alles, was du gespürt haben kannst. Versuche dich mal etwas gründlicher zu erinnern. Es geht nicht nur darum, was ich gespürt habe. Ich bin sehr achtsam. Und trotz meiner Achtsamkeit entschied ich mich während unseres Abenteuers dafür, dir zu vertrauen. Weil ich dein wahres Ich erkannte. Dein Charakter geprägt von Teamgeist und Verantwortung. Ich habe es genau gespürt. Dein wahres, edles Ich. Wahres, edel? Ein wahres Ich? Nein. Du hast Schattenjäger deine ergebene Treue gelobt. Deswegen versuchst du, diese Welt der Dunkelheit zu beschützen. Aber dieser Ehrgeiz nährt sich allein aus deiner Furcht vor dem möglichen Verschwinden. Aber ganz im Ernst, reicht das denn aus? Nicht zu verschwinden von dieser dunklen Welt? Ist das wirklich eine Aussicht, für die es sich zu kämpfen lohnt? Die Welt ist der Sinn des Daseins. Denk doch mal darüber nach, wonach es sich zu streben lohnt, Zwirfinst. Wonach es sich zu streben lohnt. Der Sinn...
ich verschwinde. Meine Taten würden für sich sprechen. Erinnere dich, Zwirfinst, daran, was ich im Dungeon gespürt habe. Dein wahres Ich. Mein wahres Ich? Das ist nicht mein wahres Ich. Du irrst dich. Meister Zwirfinst, ist alles in Ordnung? Seid still. Kann es sein? Sind die Gedanken anderer vielleicht in mein wahres Ich eingeflossen? Vielleicht die von Reptane? Nur dafür ist es jetzt zu spät. Meister Zwerfenst! Zubiris. Das gilt auch für euch. Habt ihr nie einen Gedanken über die Zukunft oder einen Neuanfang gemacht? Schattenjäger zu dienen und die ganze Zeit in Dunkelheit zu verbringen? Wollt ihr das wirklich? Zubiris, was sagt euer Herz? Euer eigener Stolz? Habt ihr ihn schon aufgegeben? Die Entladungen werden stärker. Das halte ich nicht aus. Meine Kraft, sie schwindet dahin. Und wenn das so weitergeht, kann Reptil nicht mehr. Krippuk! Das kannst du nicht zulassen. Du kannst dich bewegen, nicht wahr? Unternimm etwas. Oh nein, mir wird schwarz vor Augen. Mein Körper nur noch eine Hülle. Mein Bewusstsein. Ich verliere das Bewusstsein. Mein Bewusstsein, mein Körper letztendlich verloren. Zwirfinst. Meister Zwirfinst. Meister Zwirfinst, er hat Reptane gerettet. Das ist... Reptane, geht es dir gut? Es ging mir schon mal besser. Zwirfinst, du hast mich gerettet. Meister Dialga. Meister Zwerfinst. Meister Zwerfinst. Meister Zwerfinst. Wir müssen ihn beschützen. Los geht's. Ich muss mich bewegen, aber mein Körper gehorcht mir nicht mehr. Meine Lähmung ist vorüber. Die Alga. Aufhören. Nein, nicht Celebi. Was? Was ist das? Wenn ich mich recht entsinne, nennt man das ein Polarlicht, glaube ich. Wind. Wind kommt auf. Und das Polarlicht am Himmel, das bedeutet, die Sonne, die Luft bewegt sich wieder. Die Lähmung des Planeten, sie ist vorbei. Alles bewegt sich wieder. Kann es wirklich sein? Der Verlauf der Geschichte wurde endlich verändert? Ihr habt es geschafft, Kilian, Fliegi. Dialga. Schattenjäger ist noch wilder geworden. Meister Zwerfenst. Keine Sorge, mir geht es gut. Es ist jetzt wichtiger, Meister Dialga zu verfolgen.
Ja, und dann kümmert euch um Reptane und Celebi. Beeilung.